Felix und Antonello sind schon auf dem Weg. Und da kommen auch Philippos und Roberto. Wir sind heute im wunderschönen Freiburg. Im Breisgau. Kulinarisch ist hier die badische Küche natürlich ausschlaggebend. Auch sehr beliebt und lecker. Was erwartet ihr denn von eurem heutigen Gastgeber Abu? Der ist ursprünglich, glaube ich, Kurde oder Türke. Also ich vermute die orientalische Küche. Ich glaube, er hat alles bunt gemischt. Der Felix, der denkt so wie ich, ne? Das, da wird es alles geben, so ein bisschen rauf und runter. Das ist meine Restaurant-erste Liebe. Geht ruhig rein. Dankeschön. Wir freuen uns, gerne. Danke. Meine erste Liebe hat mich versaubert. Die erste Liebe wird dich versaubern. Die erste Liebe. Ich finde den Namen witzig, aber ein bisschen gewagt. Ja, aber es bleibt hier. Gell? Es bleibt tatsächlich im Kopf. Und vor allem im Herzen. Na, Männer, gehen die Gefühle schon mit euch durch? Oh, ein schöner, moderner Laden. Wow, sehr schön hier. Ja, trotzdem mit dem rustikalen Touch. Ja. Also, gemütlich. Tische auch, ne? Schöne Tische. Also ich finde, wenn man reinkommt, diese lange Holz, massives Holztafel, finde ich gigantisch. Ich finde die Wand auch sehr schön, sehr rustikal und die Kombination mit modern auch, also wirklich schön. Okay, das erste Date ist also schon mal ein voller Erfolg. Kann denn auch die Karte überzeugen? Ich mag diese Art Klemmbretter. Ja. Es gibt immer so einen das Gefühl, ey, es wird gerade. Es wird gewechselt, öfter gewechselt wahrscheinlich. Genau. Ja. Für den ersten Eindruck habe ich echt tatsächlich so viel Auswahl. Das ist zu viel, ja. Es ist wirklich groß. Für mich ist es eine Ladung von Speisekarten. Ja. Es sind echt viele Karten. Das ist aber für mich auch ein Grund zu überlegen, ist das wirklich alles frisch? Automatisch denkt man das. Aber du kriegst das einfach nicht mehr hin bei so einer Vielfalt von der Speisekarte. Für seinen großen Tag hat Abu eine charmante Begleitung an seiner Seite. So, hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Die Nestlé bedient euch heute. Wisst ihr denn schon, was ihr essen wollt? Ja, wissen Sie, dem Erste-Liebe-Burger will Roberto eine Chance geben. Als Hauptgang nehme ich das Rumpsteak mit Kräuter, Butter und Pommes. Medium? Ja, bitte. Na, da bin ich mal gespannt. Chefkoch Khaled ist startklar und bekommt bei den Vorspeisen Besuch von Roberto. So, hallo. Hallo. Khaled, erzähl mal, was machst du heute? Heute, wir machen mal das badische Trio. Ah, das ist ich? Das ist ja ein Wurstelasgle und Brinkele, das sind, glaube ich, die Bratkartoffeln. Und der Bibelskäse. Sehr traditionell, absolut badisch. Somit stimmt das, was der Abu sagt. Er hat sie auch drauf, die Klassiker. Okay, wir nehmen jetzt die Conditionquark. Conditorquark, also ein bisschen weniger Fett, ne? Ich glaube 0,1, 0,2%. Gut zum Backen. Drei gute Löffel. Drei gute Löffel. Okay. Voll. Das ist Petersilie. Frische Petersilie, ja, sehr gut. Und dann Schnittlauch schön geschnitten. Okay. Da tun wir auch rein. Okay, wir nehmen die frische Rosmarin, Rosmarin und Thymian. Perfekt. Die ganzen Kräuter wie Thymian und Rosmarin ist eigentlich nicht typisch badisch. Da kommt der algerische Touch, wahrscheinlich dieser Mittelmeer-Touch. Genau. Wohl wahr, von rein badischer Küche kann man hier nicht sprechen, aber der Mix macht's ja bekanntlich. Und das ist Bibliskäse, schön. Bibliskäse. Biblis. Ich kann es nicht machen. Also zum Verständnis, es heißt Bibelskäse. Und das ist die alemannische Bezeichnung für Quark. Ja, wir haben früher Kräuterquark gesagt. Ne? Vom Quark zur Wurst. Was haben wir denn hier genau, Khaled? Wir haben jetzt geholte Wurstsalat. Okay. Und einmal Esekochen braucht man. Okay. Was für ein Fleisch benutzt du dann für den? Von der Wurstsalat. Für den benutzt man Leona. Okay. Ja. Das ist, wie kriegt man frisch ausgemacht auch. Wurstsalat kommt auch vom Metzger und hier auch aus der Region. Das ist mir 10-mal lieber wie so ein absolut industriegeküsstes Wurstsalatprojekt. Ne? Und da in der Gegend gibt es wirklich tolle Metzger, die das wirklich gut machen. Dass er wirklich sehr dünn geschnitten ist, finde ich mega. Ich mag das nicht, wenn es so dick ist. Dick und ist, ja. Nee. Schnell noch die Essiggurken in Form bringen und dann ab zur Vermählung. Den Zwiebeln? Zwiebeln. Okay. Auch rein. So, nehme ich Balsamico. Okay. Jawohl. Ja, da muss man ja sagen, der hat echt ein sehr gutes Balsamico genutzt, gell? Das ist Balsamico Cardon Spezial.
Und wir haben ein Salatdressing, ist speziell ausgemacht, frisch und so alles. Ist ausgemacht nur mit Zwiebeln und so. Mhm. Zwiebel, Essig und Fenchelöl. Okay. Das war's. Okay, also ja. Du benutzt Pflanzenöl. Ja, alles zusammen, bisschen Salz, Pfeffer. Okay. Es wird auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet, finde ich grundsätzlich auch in Ordnung. Und schon kann es dekorativ angerichtet werden, das badische Trio. Und Rallet, ich finde, es sieht auch richtig schön saftig aus. Der Rallet, geiler Typ. Wirklich, du merkst, dass der wirklich sehr lang im Geschäft ist. Also seine Bewegungen und alles, echt cool. Rallet, jetzt kommt genau das, was ich am liebsten mag. Genau, es darf gegessen werden, denn die Vorspeisen sind da. Die hausgemachte Fleischbrühe mit Flädle und Gemüse hat Felix geordert. Auf gebratene Garnelen in Knoblauchmarinade freut sich Antonello. Der panierte Ziegenkäse mit Ingwer, Honig und Kräutern geht an Philippos. Aber liegt der quasi in dem Honig drin, oder? Das ist aber dann nicht wenig, ne? Und das badische Trio Wurstsalat, Bibeles, Käse und Brägele ist für Roberto. 12,90 Euro ist jetzt auch nicht so wenig, ne? Die reine Herrenrunde schreitet zur Tat. Na, wie schmeckt's euch denn? Roberto, das ist ja fast ein Hauptgericht und keine Vorspeise. Ja, das habe ich mir auch gedacht. geschmacklich Wurstsalat, Bombe. Wirklich super, wie ich das mag. Auch die Gurke dazu, die Zwiebel schön geschnitten. Ich hätte den Wurstsalat, wenn ich das so könnte, auch so rausgeben. Der Quark tut da wirklich gut würzen und finde ich auch gut. Leider. Die Kartoffeln sind irgendwie nicht so gut. Die Zwiebeln sind ein bisschen verbrannt. Das merkt man einfach, auch geschmacklich. Also normalerweise ist ja andersrum, ne? Die Bratkartoffel soll die Farbe haben, ne? Nicht die Zwiebeln. Die Kartoffeln an sich waren nicht verbrannt, aber die waren dann irgendwie auch zu trocken. Das gibt Punktabzug. Wie sieht's denn bei dir aus, Felix? Ich habe mir die Flädlesuppe bestellt, die Gemüsejulienne. Super frisch. Gemüsejulienne ist einfach eine Schnitttechnik von verschiedenem Gemüse, von Suppeneinlagen. Fettaugen sind auch drin. Wahrscheinlich einfach Sellerie, Karotten, Zwiebel, Fleisch, Gewürze, Nelke, Wacholder, Lorbeerblätter, alles dabei. Wenn ich die Komponenten so rausschmecken kann, dann ist die Suppe auf jeden Fall hausgemacht. Etwas klarer hätte die Suppe sein können, aber spricht nichts dagegen. Für eine bürgerliche Küche ist die Suppe einwandfrei. Meine Flädle sind auf jeden Fall hausgemacht, vom Geschmack kräftig. Sie sind etwas zu dick geschnitten. Aber von der Menge her sind sie auf jeden Fall perfekt. Ich entschuldige mich, falls ich hier was falsch sage, aber ich kann mir nicht vorstellen, bei der Größe, dass da morgens einer steht und mal eben so 30 Pfannkuchen in der Pfanne rumschupft und dann so akkurat schneidet. Entschuldigung, kann ich mir nicht vorstellen. Rund 120 Gäste haben bei Abu Platz und der will es jetzt genau wissen. Und wie war's? Ich fang mal an. Ich habe die Ziegenkäse gehabt. Karamellisiert mit Ingwerhonig. Es ist sehr hübsch angerichtet. Es ist tatsächlich wie im Gourmet-Restaurant angekommen. Es ist auch kross. Der Käse ist cremig. Der Geschmack ist gut. Die Panade ist gut. Ich mag tatsächlich diese rosa Pfeffer eigentlich schon. Nur in der Kombination finde ich es ein bisschen störend. Tatsächlich war mir einfach zu viel Honig für den Ziegenkäse. Wo ich das gegessen habe, hat das Honiggeschmack sehr stark dominiert. Es hatte fast so einen Dessert-Charakter. Wirklich so ein, zwei Tröpfchen Honig oben drüber hätte mir völlig gereicht. Und die ganze Masse hätte nicht sein müssen. Wir haben unsere eigene Mischung von Ingwer, Kräuterhonig, Rosmarin, Thymian. Diese zwei Kombinationen und die sich dann schön gut zusammen harmonisieren. Das Gericht mit viel weniger Honig fände ich persönlich viel interessanter und harmonischer. Mein Gefühl war auch, es ist zu viel Honig und auch tatsächlich zu viel rosa Beeren. Es könnte besser laufen. Setzt Antonello jetzt noch einen drauf? Also geschmacklich die Garnele sehr gut. Man kann auch sehr gut trennen, also vom Kopf. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Gericht. Das Einzige bei mir war das Knoblauch. Das Knoblauchgeschmack war für mich sehr, sehr, sehr dezent. Wenn ich mich entschieden, was mit Knoblauch essen, dann möchte ich auch das Knoblauchgeschmack haben. Ne? Was habe ich vorhin gesagt? Mach Bums ran, Alter. Meine Güte. Nach Knoblauch riecht schon, aber es schmeckt nicht wirklich nach Knoblauch. Antonello hat ja dann auch seine Garnelen immer in diese aufgeschnittene Zitrone getunkt und getunkt. Und danach tut er einfach sagen,
man schmeckt den Knoblauch nicht mehr raus. Ich glaube, dass er den Knoblauch nicht mehr schmeckt. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube das tatsächlich nicht, dass es an der Zitrone liegt, wie die beiden das jetzt gerade so sagen. Weil ich natürlich vorhin auch meinen Fischteller und eben dieses Knoblauchöl hatte. Aber es war einfach sehr dezent. Da war nicht so ein Pep da drin. Was ich wirklich vermisst habe und hätte es wirklich sehr gut gepasst, ist die Baguette. Die habe ich nicht bekommen. Da stand auf die Karte mit Baguette. Wir entschuldigen uns für den Baguette. Vielleicht hättest du kurz nachgefragt, werden wir trotzdem nachträglich gebracht? Natürlich, ja. Ich würde Brot nachbestellen und würde trotzdem vielleicht mir überlegen, wie die Punktzahl ausschaut. Aber mein Brot bestelle ich mir. Durchwachsene Bewertung für die erste Runde. Bei den Hauptspeisen muss Khaled somit ein paar Gänge höher schalten. Antonello ist hautnah dabei. Na, was machst du hier Schönes? Das mache ich hier zur Bratensauce. Bratensoße. Jawohl. Darf ich kurz schauen? Jawohl. Wir haben hier Kalbsknochen drin. Also Khaled finde ich ein ganz ruhiger Koch. Er macht so gemütlich. Ja. Er nimmt sich Zeit um seine Sache. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Jetzt geht es los. Wie macht man das? Die Sellerie? Jawohl. Ja. Ja. Das ist Selleriewurzel, gell? Jawohl. Ja. Richtig. Wie oft machst du das? Macht ja immer frisch, also jeden Tag? Oder wie oft? Das macht man einmal pro Woche. Einmal pro Woche? Einmal pro Woche und manchmal sind zweimal pro Woche. Und du machst praktisch, du bratest erst alles zusammen. Also alles, die Knochen. Die Knochen, also, alle. Das kommt dann noch dazu. Karotten, kommt der Knoblauch, kommt das Zwiebel. Wir haben Zwiebel auf die Grill. Mhm. Ja? Auf den Grill? Auf den Grill, das heißt, du grillst vorher. Ja, der Kohl ist das voll. Das finde ich toll, ja. Jawohl. Warum grillt der? Hat ein anderer Geschmack? Oder ja, die Zwiebel entfaltet sein Aroma erst, wenn du die in schönen Butter ausbratest. Oder anblanchierst, bratest. Aber er bratet nicht. Er grillt direkt. Also er macht erst auf den Grill. Ne? Im Endeffekt muss die Zwiebel nur schmelzen. Und dann entfaltet sie ja Geschmack. Leute, das macht man bei einer Brühe, nicht bei einer Soße. Dann schmeiße ich die mit rein und brate die scharf an. Seit April 2020 ist Khaled in der ersten Liebe für die Küche verantwortlich. Den goldenen Teller würde er hier schon gerne hängen haben. Das Knoblauch, ein Teil war also mit Schale. Hat er eine Bedeutung, dass auch die Schale dazu oder war nur so? Nee, das ist mit Schale, auch Zwiebeln. Okay, macht man mit, auch Schale. Mit Schale. Okay. Jawohl. Okay. Welcher ist der Grund? Warum? Ist das Geschmack dann das? Wegen dem Geschmack, ja. Okay. Hier wird eigentlich wirklich eine gute Soße gemacht, vom Ansatz her. Und da kommt Schale mit rein. So wie du das gemacht hast, würde ich wirklich gar nichts ändern. Nur vielleicht eine Kleinigkeit. Ja. Ich würde nicht diese Sellerie benutzen, also Selleriewurzel benutzen, würde ich Taugensellerie. Das ist ein Tick intensiver zum Beispiel, so geschmacklich intensiver als die Wurzel. Nein, ich habe noch nie gehört oder noch nie geschmeckt, dass der Staudensellerie intensiver ist wie der Knollensee. Nein. Ein intensiver Schuss Rotwein kommt für den Geschmackskick jetzt auch noch dazu. Wie lange kocht? Wie lange brauchst du, bis sie fertig ist? Bis es fertig komplett. Bis komplett fertig komplett ist. Braucht man 48 Stunden. 48 Stunden. Wow, das ist schon eine Worte. Ja. Ne? Also ich finde echt wirklich klasse, dass er sich der Zeit nimmt, ja. Also 48 Stunden für die Soße. Also finde ich toll. Das ist cool, dass sie das machen, wirklich. Khaled, ich bedanke mich sehr. Ich freue mich auf meinen Hauptgang. Jawohl, super. Und wir sehen uns später. Jawohl. Ciao. Okay, danke schön. Ciao. Im Breisgau ist es Zeit für den zweiten Gang, serviert von Nesli und dem Chef persönlich. Den Erste-Liebe-Burger mit Ziegenkäse, Tomaten und Zwiebeln wird Roberto vernaschen. Für das Rumpsteak vom Grill mit Bratkartoffeln und Kräuterbutter hat sich Felix entschieden. Der Fischteller mit Marktgemüse und feinem Risotto ist die Wahl von Philippos. Und Kalbsrahmgeschnetzeltes mit Champignons und hausgemachten Spätzle geht an Antonello. Ich finde nur einfach, es ist sehr simpel angerichtet. Alles auf einen Teller. Ich verstehe natürlich auch, dass die hier nicht Fine Dining machen können. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ne? Wenn dann der Laden Erste Liebe heißt, dann muss selbst das Geschnetzelte meine erste Liebe werden. Für eine Top-Bewertung muss jetzt alles passen. Wer möchte denn mal den Anfang machen? Antonello vielleicht? Ich habe mir die Kalbsgeschnetzelte bestellt mit Spätzle. Über das Kalbfleisch will ich sagen, es gab so Stücke, wo richtig gebraten war. Es gab Stücke, wo innen drin noch leicht so saftig, aber
trotzdem, in beide Fälle ist richtig schön zart, das Fleisch. Die Soße ist auch schön dick, wie ich gerne mag. Obwohl die Sahne drin ist, es schmeckt so ein Tick intensiver nach Rosmarin. Ich sehe hier auch so frische Champignon und keine Dose Champignon zum Beispiel. Und die Spätzle. Die Spätzle sieht man, dass die ausgemacht sind. Und merke ich auch, dass sie ausgemacht sind, weil sie ein Tick al dente sind. Wenn die selbst gemacht sind, dann freut es mich jetzt für einen Antonello. Ich kann es von hier nicht so richtig beurteilen. Die kann man da in der Gegend auch schon ziemlich gut kaufen. Aber was ich mir nämlich nicht vorstellen kann, dass die dort Platz haben und mal eben für die Woche, wie heißt sie, sage ich jetzt mal, 12, 15 Kilo Spätzle zu machen, oder? Also insgesamt bin ich mit meinem Geschnetzelte zufrieden. Zufrieden also, da ist noch Luft nach oben. Was denkst du denn, Felix, ist dein Steak ein Volltreffer? Mein Steak habe ich medium bestellt. Es ist medium rare. Also grenzwertig, würde ich jetzt sagen. Vielleicht für mich wäre es jetzt völlig in Ordnung, ich würde es jetzt nicht groß erwähnen. Ein großer Fehler war es nicht, weil es war jetzt nicht kalt in der Mitte, es war einfach nur nicht ganz durchgegart. Aber sonst vom Geschmack ist super Fleisch, ist butterzart. Meine Bregele, klassisch schlicht, Zwiebel, Speck ist keiner drin. Also zur echten badischen Bregele gehört natürlich Speck und Zwiebel und eine ordentliche Portion Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch. Das war natürlich nicht zu finden, aber die Kartoffeln an sich waren gut gebraten, die waren schön saftig. Allerdings hat das gewisse etwas gefehlt. Kommen wir zum Soßentest. Ist die denn wenigstens voll nach deinem Geschmack? Entweder kommt es von den Wacholderbeeren. Auf jeden Fall, wenn die Soße selbst gemacht ist, dann kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Ich kann tatsächlich bestätigen, die Soße wird frisch gemacht. Ja? Und dann lasst ihr 48 Stunden kochen lassen. Also das hätte ich hier nicht gedacht. Ja, das ist wirklich überraschend. Ist auch Roberto voll des Lobes oder gibt es was zu mäkeln? Mit dem Beilagesalat ist irgendwas schief gegangen. Warum? Wir haben den Beilagesalat dabei. Bei allen Hauptgängen ja. Stand ein Beilagensalat dabei. Ah, das nervt mich jetzt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Ich habe das gemerkt, dass ich das vergessen habe. Und ich möchte gerne jetzt die Salate schnappen, zu denen hinbringen. Na, dann mach das noch schnell. Ich muss leider mich entschuldigen. Durch das laute Stress haben wir leider eure Beilagensalate vergessen. Das tut uns schrecklich leid. Klar, im Stress vergisst man mal was, aber das ist überhaupt kein Problem. Eben, cool. Bleib cool, alles gut, passiert. Umso besser ist, ich esse Fleisch halt einfach roh oder medium. Und ich habe es ja medium bestellt und du hast es so auf den Punkt draufgehauen. Mega geil. Ich habe nicht anderes erwartet von dir. Man sieht, dass es ein gutes Patty ist. Wirklich nicht trocken, aber wirklich null trocken. Also wenn ich nur das Fleisch jetzt bewerten müsste, wären es für mich 10 Punkte. Ganz klar, also das Fleisch überragend. Ziegenkäse habe ich noch nie gegessen auf dem Burger. Passt super. Vielleicht hätte ich da vielleicht noch einen knackigen Salat reingemacht, einfach, dass es ein bisschen knackiger wird. Rucola, Chutney, irgendwas mit Honig, getrocknete Tomaten passen. Irgendwie so hätte ich das gestaltet mit Ziegenkäse. Die Zwiebeln, vielleicht könnte man da was anderes machen. Vielleicht was Besonderes frittiert oder so einfach mal was anderes, wo die Leute sagen, bam, das ist was Neues. Vielleicht Röstzwiebeln schön frittiert. Das wird super. Wirklich einen Pep dazugeben. Ich habe gewusst, wir zwei verstehen uns. Und mit dem Schneidebrett finde ich persönlich nicht so toll. Ich finde einfach, wenn halt viele Streifen drin sind, finde ich das einfach nicht schön. Dann würden ja alle Jausenbretter in Österreich, alle Brotzeitbretter in Bayern, alle Feschwarplatten im Badischen, das wird ja alles verschwinden. Also ich bin da nicht der Meinung von Roberto. Einer muss noch. Komm schon, Philippos, hast du dich in dein Essen verliebt? Ich habe hier einen wundervollen mediterranen Fischteller bekommen. Ich habe mit dem Risotto angefangen. Es war ein großartiger Geschmack. Danke. Ein kleiner Punkt. Das Risotto mag ich persönlich ein bisschen körniger. Der ist weich gekocht. Ja, man sieht auf der Gabel, wie ein ganzes Stück da rausgebrochen wird. Da fehlt alles an Schlotzigkeit. Der Reiskorn ist wieder zu weich. Ich denke auch, sie verwenden nicht das richtige Risotto. Ich glaube, da wird es einen Punktabzug geben. Aber der Geschmack ist Bombe. Die Garnele hat perfekt geschmeckt. Die war gut gewürzt oder eingelegt.
Ich hatte zwei Garnelen mit Kopf und Schwanz und die waren sauber gemacht, also der Körper war frei. Sonst finde ich das immer schwierig, wenn die komplette Schale drauf ist, das rauszupudeln. Zander, großartig, wirklich auf den Punkt gegart. Das Lachs, man nennt ihn auch Schwein des Meeres, ist einer der beliebtesten Fische. Also normalerweise, wenn der Lachs zu lange gebraten ist, dann fällt er fast auseinander. Aber der war von der Konsistenz her, vom Geschmack her wirklich richtig gut. Ja, es ist jetzt irgendwie keine großartige Verbesserung eingetreten, oder? Mich haut's halt nicht vom Hocker, ne? So wie ich gesagt habe. Es wird nicht meine erste Liebe. Der dritte Gang ist also die letzte Chance, die Gefühle der Herrentruppe in Wallung zu bringen. Besuch hoch! Hey, Philippus, komm, gehen wir zum Kralle. Der Geschmack war mal einen Schokokuchen. Nicht viele Köche machen tatsächlich einen Schokokuchen frisch. Viele kaufen ihn fertig und tun ihn auch aufbacken. Und er hat das komplett vor unseren Augen zubereitet. Ja, das muss ich auch sagen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass sie da auf ein gutes Fertigprodukt zurückgreifen. Der Khaled tut es jetzt in Schokoladenstücke schneiden, ja, dass wir auch am Ende einen Schokokuchen flüssige Innenkern haben. Jetzt ist der Abo mit in der Küche. Hm? Oder machen die das erste Mal? Sieht gut aus. Okay. Genau, 200 Gramm. Sie nehmen noch auch Butter dazu. Unter Kontrolle des Chefs sollen Khaled im Punktekampf keine Fehler mehr passieren. Wie viele Portionen bereitet ihr jeden Tag vor? Morgens früh macht man das. Okay. Macht man vor 32 Portionen. Ich lache ein bisschen, weil ich mich 32 höre. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass sie das in einer Form machen, wo jeweils 12 Portionen drin sind. Und da werden sie 3 Bleche backen. Das würde ich jetzt als Erklärung. Sind aber 36. Dann sind 36 und sie machen 32. Scheiße. Als nächstes gibt der Chefkoch die Milch dazu und macht sich im Anschluss ans Verrühren. Okay. Khaled? Ja, und jetzt machen wir weiter. Jetzt machen wir die Zutaten weiter. Jawohl. Nehmen wir frische Eier, Stück, okay. Freiland. Ich tatsächlich bin bei Eiern sehr speziell, da nehme ich gerne Bio-Freiland, weil es ist ja ein empfindliches Thema mit Salmonellen und so. Das finde ich wirklich persönlich schön. Ich kaufe nur Bio-Eier und am besten noch beim Nachbarn. Ne? So schön machst du das, Khaled. Danke, Schatzi. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich wurde er immer nervöser. Ich denke, das lag nicht an seinem Können oder an seinem Wissen. Ich würde sagen, das lag an Abu. Ohne Abu wäre er entspannter. Ja, genau. Das kommt der Zucker auch. Da drin zusammen sind fast 100 Gramm normal Zucker. Okay. Startschuss für den Mixer. Und dann nehmen wir Mehl und Mondamin. Abu beobachtet jeden Handgriff ganz genau. Und die Schokolade kommt später auch rein, die flüssige Schokolade? Ja, jetzt machen wir das, ist alles fertig. Okay. Ja, nehmen wir das raus. Im nächsten Schritt ist Handarbeit angesagt. Khaled gibt ordentlich Gas. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, wie geht los jetzt? Wie muss man das in Form jetzt alles rein? Also, er hat keine Füllplatten. Er hat kleine Timbal-Formen. Was hast du in die Formen reingemacht? Die Formen ist mit Braunzucker und Paniermehl. Okay. Ja, das klebt nicht. Mehl kenne ich auch, aber mit Paniermehl kenne ich nicht. Bevor der Schokokuchen vernascht werden kann, hat er allerdings noch einen Weg vor sich. Sehr schön. Das kommt jetzt dann in den Tiefkühler. In den Tiefkühler, ja. Wie lange? Das braucht man so 2 Stunden. Ich kann jetzt bei der Rezeptur hier von der Weide nicht viel sagen. Das ist wahrscheinlich, wird es hoffentlich passen. Sie machen es jetzt ein bisschen deppensicher, indem sie es vorher eingefrieren. Ja, und dann ist es natürlich klar, von außen nach innen backen. Dann bleibt der Kern in der Mitte eher flüssig. Sie braucht 15 Minuten auf 190 Grad. Nach einer Viertelstunde sieht das Küchlein dann so aus. Jetzt ist es. Freust du dich? Ja. Rein, bring bitte her. Früchte dazu und dann, auweia Mike, Augen zu. Nein! Oh, die Sahne. Die hätte ich jetzt nicht sehen dürfen. Menschenskinder, Leute. Kauft euch eine Easy-Flasche und dann mit frischer Sahne arbeiten, bitte. Ja? Also, wir geben unsere Bestens. Unsere Desserts sind lecker, vor allem unsere Schokokuchen. Es ist ein Traum. Wir haben es drauf, wir werden den zeigen und wir werden die auch überzeugen. Das erklärt, warum wir in der Küche standen.
Der Abu war, denke ich, sehr nervös, weil es ging um sein absolut Lieblingsdessert. Und das war für ihn sehr wichtig, dass es wirklich perfekt wird. Ich glaube eher, es ist nicht alles ganz so rund gelaufen und er will jetzt einfach sicher sein, dass alles passt. Meistens macht man aber seinen Küchenchef noch nervöser als wie vorher. Endspurt in der ersten Liebe. Bei den Desserts muss die Konkurrenz endlich Feuer fangen. Der Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne soll Antonello den Kopf verdrehen. Die heiße Liebe Vanilleeis mit heißen Himbeeren soll Roberto gefügig machen. Die hausgemachte Creme Brûlée mit Orangenfilets und Vanilleeis geht an Philippos. Und der hausgemachte warme Schokokuchen mit flüssigem Kern und Vanilleeis an Felix. Schauen wir mal, ob der Kern noch flüssig ist. Der große Moment. Und, fließt der? Leider ist er etwas durchgezogen. Läuft nicht rund, würde ich sagen. Ne? Dabei muss das süße Finale doch perfekt sein, sonst verliebt sich hier heute niemand mehr. Als Dessert habe ich die heiße Liebe genommen. Gott sei Dank, heiß sind die Himbeeren. Er wird wahrscheinlich einfach gefrorene Himbeeren aufgetaut haben mit etwas Zucker vielleicht. Willst du mal probieren? Ja, gern. Und Felix, ist dein Gaumen in Love? Da ist ein bisschen was dabei. Ich denke, er hat sie dann abflambiert, entweder mit Kirschwasser oder Himbeergeist. Dazu habe ich noch ein bisschen Sahne dazu gehabt. Meinst du aus der Dose oder aus der Maschine? Ich glaube schon, dass sie es aus der selber gemacht haben. Glaube ich, ich hoffe es. Die Sahne ist tatsächlich aus der Dose, die ist nicht selber gemacht. Ob man da jetzt eine frische nehmen soll, bei diesem Konzept, bei dieser Menge, was wahrscheinlich an Dessert rausgeht, finde ich das okay? Nein, finde ich okay. Gerade bei so tollen technischen Hilfsmitteln, die wir heutzutage haben, wie eben einem Sahnesiphon, da brauche ich nicht so einen Fertigkack. Das Vanilleeis ist jetzt nicht selber gemacht, verlangt auch keiner hier drin. Ist aber ein gutes Produkt, schmeckt man. Also ich habe auch Eis gehabt, ne? Vanilleeis auch. Wahrscheinlich industriell, aber eine gute Qualität, das bestätige ich. Ja. Genau. Ich habe mir Apfelstrudel bestellt, also von dem Teig her. Also schön weich, also nicht so knusprig. Also ich hätte mich ein bisschen noch Vanillecreme drin gewünscht. Also man sieht hier, es gibt nur Äpfel und Mandelstücke. Das ist der Grund, wo ich auch vermute, dass selber gemacht ist. Apfel ist drin, Mandel ist drin, da kann man Nüsse reinmachen, das ist in Ordnung, aber es gehört keine Vanillecreme rein. Und ich glaube nicht, dass selbst gemacht ist. Also wir bestellen unsere Apfelschruden von unserem Bäcker. Er bringt uns das tiefgefroren und wir tun das selber backen. Naja, das ist doch gut. Abu und Khaled, dann holt euch doch mal das letzte Feedback des Abends ab. So, Felix, ich bin gespannt auf deine Aussage für den Schokokuchen. Der Schokokuchen war gut, aber leider ist der Kern durchgezogen, aber nicht mehr flüssig. Da bin ich selber relativ enttäuscht. Tut mir leid, Felix. Dann bei Ofen haben zweimal oder dreimal gelaufen. Normalerweise geht auf die Teller gleich und raus schneller. Haben wir drin länger warten? Haben ein bisschen länger gewartet wegen dem Raus. Und dann durchaus noch ist kalt geworden, hat die Wärme von innen halt nach innen in sich dann reingezogen. Es ist einfach der flüssige Kern fehlt, aber es ist auf jeden Fall ein guter Schokokuchen, der frisch gemacht worden ist. Das muss ich auch mal erwähnen. Der Schokokuchen an sich war saftig immer noch, aber nicht zu süß, aber okay. Ich habe vielleicht einen kleinen Tipp, vielleicht einfach in die Mitte ein Stück Schokolade reindrücken vorm Backen. Dann bleibt es etwas flüssiger. Normal, wir kriegen immer flüssiger. Normalerweise immer. Nur leider nicht heute. Philippos, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe das Creme Brûlée mit Vanilleeis und Orangefilets bestellt. So wie ihr seht, leider fehlt bei mir die Zuckerkruste. Die Zuckerkruste bei dem Creme Brûlée ist für mich einer der Hauptbestandteile. Schön braun karamellisiert, wo ich wirklich sie schön mit dem Löffel aufbreche und dann rauslöffle. Ja? Und das war einfach alles nicht da. Hallo, das ist ein Muss. Das vielleicht, haben wir vielleicht zu wenig gemacht. Zu wenig Zucker drauf gemacht, zu wenig braune Zucker. Ich habe noch eine Sache auch gehabt. Die Crema war lauwarm. Ist es so gewollt? Ja, das ist so gewollt, genau. Geschmacklich war es gut, das war nicht, von der Konsistenz war das auch gut. Die Süße war auch gut abgeschmeckt.
das Lauwarme hat mich tatsächlich überrascht. Ich persönlich finde das Vanilleeis direkt oben drüber nicht so vorteilhaft, ja, weil dadurch eventuell auch diese Zuckerkruste schmilzt. Ich würde euch empfehlen, in Zukunft das Vanilleeis separat tatsächlich zu servieren. Dann würde eventuell die Zuckerkruste eher halten. Mhm. Okay. Das wird's auch kurz und knapp, ne? Von Apu. Mhm. Das, was wir jetzt falsch gemacht haben, werden wir in Zukunft und was daraus lernen und Beste daraus machen. Und das will Apu seinen Mitstreitern auch direkt zeigen. So, so. So, stelle ich euch mal die Rechnung hin. Darf Felix, ich möchte dir nochmals anbieten. Ich möchte es beweisen, dass wir das können. Probier es noch. Vielen Dank auch. Ja. Du willst bestimmt auch die Hütte. Wow, er ist flüssig geworden. Das ist klasse. Also was ich vom Abo auf jeden Fall super fand, dass er noch einen Schokokuchen nachgereicht hat. Damit hat er eigentlich seine Fehler wieder gut gemacht, weil der war wirklich perfekt. Und jetzt hat er noch mal zum Schluss die Herzen erobert. Und man kann mit guter Laune jetzt an die Punkte gehen. Mal sehen, ob die Rechnung die Laune hebt oder senkt. Also die Rechnung ist 231,20 €. Das wäre dann ca. 40 € pro Person für 3 Gänge. Und das, was wir noch getrunken haben, also ich finde sehr fair. Ja. Ist nicht günstig, auch nicht ist teuer. Auch nicht teuer. Ist absolut noch im Rahmen. Ja. Ich würde auch sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Ist in Ordnung. Was mir auffällt, so stylisch und durchdacht, wie der Laden sich darstellt, genauso sollten Sie sich noch mal Gedanken machen in der Ausrichtung der Speisen. Es ist nicht alles glatt gelaufen heute Abend im Breisgau. Wie viele Punkte lassen die Mitstreiter springen? Ich gebe dir, dein Team und deine erste Liebe 7 Punkte. 7 Punkte. 7 Punkte. Ganz liebe, 8 Punkte, mein Freund. Zusammen macht das ordentliche 29 Punkte. Philippos kann seine Führung problemlos verteidigen. Morgen kommt Roberto zum Zug. Und der Italiener ist siegessicher. Aber ich werde zwischen 9 und 10 werde ich liegen, da bin ich ganz klar überzeugt. Die Herrenrunde teilt diese Überzeugung allerdings nicht. Ich habe versucht, meine Gräten zu zählen. Ja, ich habe es gesehen. Und es gibt noch mehr Schelte. Das ist leider zu wenig Lachs. Nein, 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 nein. Also ich kann ja nicht sagen, dass er 100% Leistung gehabt hat. Schade, dass du das alles leer gegessen hast. So hätte ich auch ein bisschen gucken können.